Das Spiel ASK Neuetal gegen ASK Kobersdorf fand bei angenehmen Temperaturen statt. Leider störte die tiefstehende Sonne etwas in der ersten Halbzeit. Vor dem Spiel gab Schiedsrichter Florian Posch noch Anweisungen an die Spieler, um Missverständnisse zu vermeiden. Das Spiel war schnell und hart, mit einigen Chancen und vielen Toren. In der sechsten Minute bekam Felser von Kobersdorf den Ball und läuft schnell auf das Neutaler Tor zu. Reisenhofer von Neutal schafft es nicht, Felser den Ball abzunehmen und rempelt ihn nieder. Schiedsrichter Bosch entscheidet sich auf hartes Einstecken und gibt Reisenhofer eine gelbe Karte. Der darauf folgende Freistoß ging weit über das Tor. Die nächste gelbe Karte bekam der Kobersdorfer David Pfeffer nach dieser Szene. Einige kleinere Chancen, viele harmlose Fouls waren die Höhepunkte der ersten 30 Minuten. In der 18. Minute eine gelbe Karte für Manuel Niesler, Kobersdorf wegen unsportlichem Verhalten. In der 29. Minute bekommt Wilfinger von Kobersdorf den Ball, bereitet sich vor zum Schießen und wird von Orgemeister im Strafraum gefoult. Der folgende Elfmeter wird von Patrick Felser durchgeführt. Felser verwandelt sicher und es steht 0:1 für Kobersdorf. Das war dann eine besondere Freude über das geschossene Tor. So. Mit dem ersten Tor kam das Spiel dann richtig in Schwung. Die Fouls werden weniger, die Chancen mehr. Neutal drängt zum Ausgleich und die Kobersdorfer wollen die Führung ausbauen. Das Spiel verlagert sich dann immer mehr zum Kobersdorfer Tor. Nach einem Freistoß für Neutal ergibt sich wieder eine Chance. Doch Tormann Obrenic wehrt zur Ecke ab. Der Eckball kommt schön zur Mitte, Sebastian Balakovic springt im richtigen Moment und sein Kopfball landet im Tor. Das ist der Ausgleich in der 33. Spielminute. Bis zum Ende der ersten Halbzeit gibt es nur mehr eine gelbe Karte für Florian Fischer. Somit endet die erste Halbzeit mit 1:1.
Bitte, Bursche, komm. Der Jung, weiter, schau, schau. Nee. Seid, die zweite Halbzeit beginnt gleich mit einem schnellen Spiel. Die Neutaler werden immer stärker, trotzdem schaffen die Kobersdorfer in der 59. Minute in die Führung zu gehen. Nach einem Eckball wird der Ball abgewehrt. Kommt zu David Pfeffer, der von weitem schießt und trifft. Das ist wieder die Führung für Kobersdorf, 1:2. Freude bei den Kobersdorfern Fans und Spielern. Nach der Kobersdorfer Führung wachen die Neutaler richtig auf. So schaffen sie es in der 69. Minute auszugleichen. Nach einem Eckball kommt der Ball ideal zur Mitte. Michael Trummer braucht nur noch den Kopf hinhalten und der Ball ist im Tor. Neuer Spielstand 2:2. Drei Minuten später ist Michael Trummer wieder am richtigen Fleck und befördert den Ball ins Tor. Damit geht Neutal zum ersten Mal in dieser Partie mit 3:2 in Führung. Spielminute. Nach diesem Foul zeigte der Schiedsrichter David Pfeffer die gelb-rote Karte und der musste das Spielfeld verlassen. Die Kobersdorfer, jetzt nur mit 10 Mann, versuchten trotzdem den Ausgleich zu schaffen. Das wird aber immer schwieriger. Ein Stürmer vor im Strafraum und der Schiedsrichter entscheidet sich für 2 gelbe Karten. Eine für Belakovic von Neutal und eine für Felser von Kobersdorf. Die Neutaler versuchen jetzt den Ball zu halten, was ihnen auch recht gut gelingt. Die Kobersdorfer werden immer nervöser und wollen den Ausgleich schaffen. Aber diesmal ist das Glück auf Seite der Neutaler. Kurz vor dem Schlusspfiff noch ein Versuch, ein Tor zu schießen. Trümmer läuft zur Tor, gibt zur Mitte und da kommt Reisenhofer und macht das 4:2 für Neutal. Nach 5 Minuten Nachspielzeit beendet Schiedsrichter Florian Bosch das Spiel Neutal gegen Kobersdorf mit dem Endstand von 4:2 für Neutal.